Jetzt müssen wir aber wieder einmal ein Wort erklären, um das geht's heute. Und ich sag jetzt... Und ich weiß nur immer nicht, was das für ein Wort... Das dann musst du halt mitraten. Also, das Wort hat drei Teile. Hat das ist so blöd, das sagt das, drei. Das hat drei Teile. Ja, du sagst drei. Na, zähl einmal. Eins, zwei, drei. Geht's genau aus. Es sind drei Teile. Und das erste und das zweite Wort sind fast gleich lang wie das dritte. Wenn du jetzt aufpasst, weißt du das gleich. Und das dritte Wort ist ein bisschen ungleich länger wie zwei andere, wobei die anderen zwei sich im Vergleich zum dritten nur um circa ein bisschen unterscheiden. Und alle drei Wörter haben wir auch drin, außer die ersten zwei. Und jetzt müsstest du das wissen, es waren nicht zwei. Wisst ihr schon? Ne? Ich nicht. Na gut. Na, dann machen wir es leichter. Wenn du beim letzten Wort alle Buchstaben vertaust, kommt der Scheiß raus. Das heißt dann nichts mehr, weil du kannst gar nicht mehr aussprechen. Jetzt weißt du es aber. Nö. Aber jetzt flüstere ich das ins Ohr. Pass auf, wenn man es hört, müsst ihr halt ups, ups, ups selber machen. Hat das gehört? Hat das gehört? Nein. Nur mal sagen. Ich sag das mal verkehrt herum. Jetzt weißt du es aber. Ist das nicht schwer, gell? Warte, ich sag's nur mal. Komm her. Was hast denn du da alles? Ah, nein, da sieht man durch. Da sieht man durch, durch das. Du hast da gar nichts dazwischen drin. Was macht denn dein Vogel? Der hat ja überhaupt nichts zum Fressen. Da ist nichts drinnen. Da kann ich ihm sagen, was ich will, das hebt ja keiner auf. Das geht dann da rein und da kommt es raus. Soll ich das nochmal sagen? Ja. Willst du das nicht erraten? Pass auf, ich... Das ist nicht das Ganze. Das ist nicht das ganze Jahr, das ist nur von da bis da. Ah, da war was drin. Da Puff hat's gemacht, warte mal. Also, nein, dazu ruhig, lass dich nicht stören. Das ist nur das von da bis da. Lass dich nicht stören, warte. Ich tu dir Imps. Glaubst du, geht das durch? Lass mich auf der anderen Seite... Nein, ich bleib sitzen. Na los, komm, es geht jetzt eh durch. Du bist so jung und spürst dich schon mit dem Leben. Okay, wenn es beim letzten Wort von... Es hat drei Teile. Ja, man muss einmal sagen, das gibt es nicht das ganze Jahr. Das stimmt, aber das letzte Wort, wenn man dort beim zweiten Buchstaben, der vor dem dritten kommt, ein R eine gibt, dann liegt es am Meer. Das ist jetzt aber nicht mehr schwer. Und am Meer gibt es so Tiere, wie zum Beispiel, schau mal, was ist das für ein Tier? Elefant. Eine Trottel, das ist eine Seekuh. Elefant, du bist so deppert. Das ist aber komisch. Irgendwas kitzelt mich in der Nase. Also, ich hab was reinstecken, aber gar nicht. Wisst ihr so? Und voll Gag. Auf alle Fälle, mein Papa ist voriges Jahr dort voll lang gestanden. Und die Mama hat dann zu ihm heuer gesagt, wenn er nur mal so lang dort steht, ja, dort, dann hat sie gesagt, dieses Lied, was du da gibst, wenn du einmal nur so heimkommst, dann, ja, dann genau, hat sie gesagt. Genau, das ist weil der Papa, da ist so, hat eine rote Nosen gehabt, ja, wie er da heimgekommen ist. Das ist doch von der Band von warte, ich weiß schon, von Leine und Bogen. Nein, okay. Nicht Leine, Tau. Nein, Seil, Seiler. Und das war kein Bogen, es war ein Speer. Ja. Seiler und Speer war es. Auf alle Fälle war der Mama und Mama, wenn er da hat so hat es geschaut, wie er heim. So, gell? Sonst schaut es immer so. Ja, aber wie er heimgekommen ist. Gut, ja, er weil, hat. Wie der Papa da angelegt, wie wir aufgemacht haben, war der volle Fähre von der Hand. Ja, und da hat er. Sie hat ihm angeschrien und er hat gesagt: Schrei mich nicht so an, es ist schon genug, dass ich die Toppe ziehe. Also, hat er, ja. Also, jetzt wisst ihr es aber. Das sind aber mehr so Sachen. Also, so. Also das dritte Wort, wenn man beim dritten Wort die Mehrzahl nimmt, pfuh, das ist dann was ganz Böses. Also da kannst du zum Beispiel ein Moped draufstellen. Aber nur wenn du bei der Mehrzahl D
den Buchstaben dazugibst, den was du mitten reingibst, damit aus dem das wird, was am Meer liegt. Man, kennst du das? Das ist ein gescheiter Ja, apropos gescheit, so her. Da, ich habe ein Spielzeug gekriegt. Ego ist für mich. Habe ich ein Ego-Spiel gekriegt. Da steht drauf, für 5 Jahre ein Putzle. Ich habe es in 3 Wochen gesoffen. Man bin voll gescheit. Da konnte es stehen. Da genau. Da konnte jetzt da stehen, das und muss dann, man suchen. Und was das dann, kommt da jetzt zum Beispiel. Das, da kann aber dann keiner mehr. Ja, manchmal schon. Manchmal passiert es, das ist aber nicht gut. Aber der das ist da. Bumm! Und da sind. Da sind sie noch tagelang, dann haben sie noch gesucht, den der. Und da sind alle. Bumm, bumm, bumm. Aber das ist nicht gut gewesen, den haben sie dann eh. Weil dort kriegt man nämlich das zu kaufen und wenn man das zu viel trinkt, dort, Schau, da steht. Der Papa hat am nächsten Tag aber vollkommen. Jetzt kommt ein Tipp. Jetzt kommt ein Tipp, den jetzt sage ich das. Das Wort, das wir suchen, hat nichts mit dem Delfin zu tun. Jetzt ist es aber klar. Jetzt ist, wisst ihr's. Wisst ihr's schon? Mei, das ist. Mei, ist nicht so wahr, wenn wir uns eh schon so bemühen. So, aber jetzt, das zweite Wort, das gibt. Da gibt es den Westen, den Süden und den Norden. Und dann fehlt noch eins. Also, das Ding. Das fehlt noch. Und das muss dann hernehmen, was jetzt noch fehlt, und dort hinstellen, dass da was reinlässt. Kennst du das? Ich glaube, das weiß jetzt jeder. Ja. Und wenn sie es jetzt nicht wissen, dann sind sie. Zum Beispiel, das erste Wort hat der da drin. Dieser Truck, das grüne Auto da, hat das drin, da vorne, das sind Kerzen. Das sind Kerzen, die haben das erste Wort dabei. Der hat die, ich glaube, der hat sicher 12 oder vielleicht sogar mehr. Es ist heiß. Ein Dutzend. Also, wenn du den Becher kriegst, kannst du den noch greifen. Was? Das ist in einem Becher drin. Was? Die Kerzen sind in einem Becher drin? Nein, das, was man dort kriegt. Auf den. Ups! Ah, so genau, ja. Das also, ist heiß! Jetzt nur einmal, die müssen das ja. Pass auf. Ich muss nur mich schießen, das ist so lustig. Geh wieder nicht getroffen! Das ist schon gleich drauf. Ich hab schon gleich mal Kamera hingefühlt. Der hätte aber geschimpft. Nein, das mache ich nicht. Also. Der Kameramann ist schon umgefallen. Sie sind gar nicht mehr da, glaube ich. Warte. Es tupft ihm nur mehr an. Kauft sinnvolles Spielzeug. Ich hab den Fernseher getroffen von alle Leuten. Jetzt hat jeder einen hinigen. Jetzt haben wir alle jetzt ist der Pfeil im Wohnzimmer. Ja. Also, nur einmal. Das, ja. Fang nur mal an. Pass auf. Da hast du das hast du eh schon gesagt. Da konnte es stehen. Steh! So, steh. Und hinterbei ist wer? Da steht einer und der gibt es. Meist ist so einer mit der so. Der tut so aus. Ja. So und dann und gibt er das. Der hat meistens so eine Nase. Ja. Und so Ohren, so große. Ja. Und ist selber der Beste. Ja. Der. Und wenn der dann heimgeht, der was da hingestellt, der braucht keine Taschenlampen, das macht die Nase. Wie glüht so? Ui! Jetzt hätte ich fast das erste Wort verraten. Die Nase! Rudolf der Red Nose Reindeer, jetzt genau. Dann sehen. Und das zweite Getränk, das ist, wenn du das trinkst, pass auf, das schaut so aus. Da magst du einen Schluck. Das ist heiß. Nein, nicht nur heiß. Das ist, wenn du das kalt trinkst, dann magst du so. Und dann, 10 Minuten später, rennst. Da rennst voll. Zu gestern. Ach so, wenn du das kalt trinkst. Genau. Ja, überhaupt, wenn er ganz frisch ist. Dort machst du es so. Aber und da ist keiner, trinkst du gleich am Klo. So, ja, das ist gleich. Geht's durch. So und marschiert durch. Ist quasi. Wenn du das trinkst, ist es eigentlich für einen Arsch. Und wenn du das warm machst, dann glüht er. So hast du das schon wieder gesagt. Nee, das wissen sie immer nicht. So, jetzt haben wir es aber. Also, wir haben das erste Wort, das ist Kerze. Oder so ähnlich wie Kerze, das ist in einem. Und heiß. Heiß. Und das zweite Wort ist so wie ein Schnaps. Nein.
Nein. So ähnlich. Ja. Es ist kein Schnaps, es ist... Genau, es ist, was kriegt man auf der Bank nicht? Prozente, genau, der hat weniger Prozente, richtig. So wie man auf der Bank fast keine Prozente, also viel weniger Prozente und wie der Schnaps. Und das Getränk ist von unserer Gegend. Mhm. Also von St. Peter ist das. Na, von unserer, von Olle. Da wird das gemacht. Ja, darum heißt ja die Gegend auch so. Ja. Weil sie so ein viertelweise trinken kannst. Jetzt wissen es aber alle. Wenn man es viertelweise, darum heißt es Viertel. Genau, Kerzen, Viertel. Und wo man es kaufen kriegt. Und was liegt am Meer? Der Strand liegt am Meer, jetzt wissen sie es. Kerzen, Viertel, Strand. Das ist schon, genau. Das ist jetzt die, ne? Kerzen, Viertel, Strand haben wir gesucht. So ein deppertes Wort, hat das die Alex gesagt, dass wir Kerzen, Viertel, Strand suchen?